Moin aus Hamburg. Ja, hier ist wieder Frank von Generation E. Willkommen auf meinem YouTube-Kanal rund um die Elektromobilität. Ich habe heute mal wieder ein kleines Zubehörteil für euch. Na, wer hätte das gedacht? Und zwar habe ich zeige es euch mal eben, bislang immer das Telefon hier als Tacho missbraucht, also auch mal genommen. Ist aber doof, weil das ständig, wie soll ich sagen, auch in Tunneln und so weiter, wenn das GPS-Signal ist, dann bricht alles in sich zusammen und es ist nicht stabil und dementsprechend, ja, habe ich auch das Problem, dass eben hier die große Fläche von der Lüftung nicht berücksichtigt wird und deswegen, habe ich mich für was anderes entschieden und zwar, das ist hier in dieser lustigen Kiste drin. Und zwar X1 fürs Model 3 und fürs Model Y. Ja, was könnte das sein? Ich zeig's euch mal eben. So, wir unboxen die Kiste mal und stellen Folgendes fest. Schön verpackt. Ist hier irgendwas drin mit einem langen Signalkabel. Das packen wir gleich aus. Dann haben wir noch ein Kunststoffmontagehebel und ein Adapterkabel. Und da seht ihr schon, um was es geht. Zwar ist das eine kleine Tachoeinheit für den Bereich. Den Bereich, genau. Der wird in die Lüftungsritze geklemmt, sodass es im Endeffekt, ich nehme das mal hier alles weg, dass es im Endeffekt so aussieht, als würde das da drin verstecken. Ist ja auch so, versteckt sich da ja auch. Und das baue ich mal kurz ein und das probieren wir sofort aus. Es ist nämlich momentan runtergesetzt. Ich habe das bei dem großen Versandhaus mit dem noch größeren A vorne gefunden und will es einfach mal ausprobieren für euch. Schauen wir doch mal. So, wie läuft denn der Einbau? Also wir haben jetzt erstmal das Teil hier reingeschoben, das kann man einfach reinschieben. Man kann natürlich auch hier das hier ein bisschen anheben, dann ist es noch ein bisschen einfacher. Dann führt ihr das Kabel, drückt ihr das Kabel hier rein und könnt das auch hier etwas anheben. Dadurch, dass es ein Flachkabel ist, passt es genau dazwischen durch. So, jetzt nehmt ihr diesen orangenen Kunststoffhebel, den ich gerade nicht zur Hand habe. Und damit könnt ihr genau das Teil hier öffnen, indem ihr einfach da reinpackt, einfach in die Ritze packt und es aufhebeln. Natürlich nicht runterfallen lassen. Es hat hier diese Kunststoffnupsis, das heißt, man kann das ganz einfach hinterher wieder reindrücken. Gut, hier habe ich mir jetzt ein bisschen Spiel gelassen vom Kabel, falls ich das noch ein paar Zentimeter hin und her schieben will. Und dann könnt ihr es hier kabelführungsmäßig, das Kabel hier hinter, das kann man alles ganz einfach abziehen und dann hier unten hinterdrücken. Also auch hier, ja, seht ihr das hier, das kann man alles ein bisschen zur Seite ziehen und da das Kabel hinterlegen. Schönes Flachkabel. Um es nur mal zu zeigen, hier kommt es raus. Ich würde es jetzt noch weiterführen bis hier ungefähr hin. So. Alternative ist es natürlich auch vor der Konsole schon unter dem Sitz herzuführen. Ich zeige euch auch warum. Weil hier unten, da ist kein Licht. Hier ist schlecht ohne Licht. Ohne Licht ist schlecht. Moment. Seht ihr das Kabel? Jawohl, hier kommt das Kabel jetzt raus. Ja, hier habe ich es quasi um die Konsole herumgeführt. Hier kommt das Kabel raus. Hier ist ein Schlitz, da wo die Belüftung ist. Ist hier ein Schlitz, das heißt, hier könnte das Kabel theoretisch drunter drin, wie auch immer, verstecken. Ich mache das jetzt noch nicht, weil ich zeige euch ja jetzt erstmal, wie ich das verbinde. Hier ist also das Kabel, das geht ungefähr bis mittig unter den Sitz. Und jetzt müsst ihr hier, erstmal die Klappe abmachen. Ihr seht, ich habe da schon
einen Adapter dran. Das ist im Endeffekt mein Scan My Tesla OBD-Dongle. Und das bauen wir jetzt erstmal ab und das andere Teil dran. Und dafür muss erstmal diese Kappe ab. Dafür nimmt ihr wieder diesen schönen orangenen Montagehebel. Also was ich bei solchen Aktionen übrigens immer mache, ist das Auto ausschalten. Ihr wisst ja, über das Menü, also über über das Display auf Sicherheit und dann ist ziemlich weit unten die Schaltfläche ausschalten. Und da schaltet ihr das Auto aus und wartet. Also ich mache es so, ich warte dann immer, bis es so einen Schlag gibt und im Endeffekt Ruhe ist. So, wir haben jetzt hier, wie ihr seht, bei ausgeschaltetem Fahrzeug, also wie gesagt, ich schalte den Wagen aus und warte auch immer noch 10 Minuten, bis wirklich kein Strom mehr fließt. Wichtig ist dafür, dass ihr vorher schon den Sitz nach vorne macht. Also den Sitz nach vorne fahrt, die Türen auflasst. Weil wichtig ist eben, dass sobald natürlich wieder elektrische Verbraucher angesteuert werden, geht der Wagen wahrscheinlich wieder an. Deswegen lasse ich die beiden Türen hier auf, also vordere und hintere Tür auf, fahre den Fahrersitz ganz nach vorne, damit ihr hinten Platz habt und drücke dann im Display aus Auto ausschalten. Wenn das der Fall ist, könnt ihr hier, ich habe das jetzt hier schon gemacht, weil wir haben jetzt einen Tag später, es wurde gestern zu dunkel, weil unser Nachbar noch an den Zaun kam und dann ist immer ein schöner Plausch fällig, habe ich hier das Y-Kabel verbunden. Das heißt, ihr zieht zwei blaue Stecker, und zwar hier ist ein Ende und da ist der andere, auseinander und steckt dieses Y-Kabel, was dabei ist, rein. Da kann man nichts falsch machen, es geht nur eine Seite. Übrig bleibt hier dieses Steuerkabel. Dieses Steuerkabel, was ihr ja schon verlegt habt, bis unter den Sitz. So, das steckt ihr dann zusammen und macht dann hier die Abdeckung wieder drauf, also alles rückwärts, wie ihr es auch aufgemacht habt. Ich empfehle, legt euch immer hier für alle Tesla-Sachen so einen Satz Montagekeile zurecht. Ich kann die gerne mal verlinken. Ich habe mir bei Amazon welche geholt in verschiedenen Ausführungen. Die braucht man bei dem Auto eigentlich immer, wenn man ein bisschen was selber machen kann oder selber machen will. So, und dann könnt ihr das Kabel, wie ihr möchtet, natürlich noch schön verlegen, damit da nichts rumliegt, damit da keiner dran hängen bleibt. Das mache ich gleich noch in Ruhe, damit ich hier ein bisschen Platz habe. Und ja, das Ende ist oder das Ergebnis zeige ich euch. Und zwar sobald der Wagen an ist. So. Live sieht es dann so aus. Ich habe das jetzt nur für das Video eingebaut. Also es ist noch nicht final. Ihr seht, das ist auch die Schutzfolie noch drauf. Ich muss mal schauen, was die Regierung sagt, ob wir das drin behalten. Ich fahre mal eben die Lüftung ein bisschen runter. Zack. So, im Leerlauf nenne ich es mal, zeigt es die Prozent an und die Parkposition. Dann gibt es natürlich die Möglichkeit, wenn man den Gang reinmacht, mache ich mal eben. Es geht es auf D und sobald man fährt, was ich jetzt gerade mal nicht machen kann, weil ich eher auf dem Hof stehe, geht die Geschwindigkeit an. Sobald ihr steht, geht es wieder auf 0 und springt dann nach kurzer Zeit in die Prozent. Genau. Dann gibt es noch die Funktion Blinken. Blinken rechts, blinken links. Und das war's. Also das ist eine reine Geschwindigkeitsanzeige und Prozent im Stand. Aber was mich so ein bisschen stört, ist in der Tat, also es ist super einfach und für jeden wirklich machbar einzubauen und natürlich auch entsprechend reversibel zurückzurüsten. Ich fände es schöner, wenn das Display ein bisschen hochwertiger wäre, also so ein OLED oder sowas. Dafür würde ich auch gerne noch ein bisschen mehr Geld ausgeben, weil das ist eben jetzt sehr digital, aber es ist auch vollkommen in Ordnung, ja. Gerade im Dunkeln ist das wirklich gut. Ich bin gestern Abend damit im Dunkeln gefahren und ich füge euch jetzt auch noch ein paar Aufnahmen aus dem Dunkeln, damit ihr mal seht, wie das wirkt, dazu.
So, so sieht es im Dunkeln aus. Ihr seht, die Zahl verändert sich. Super, alles toll, alles schön. Ich blink gleich mal, wenn die Autos weg sind. Hinter mir ist keins. So sähe es aus, wenn der blinkt. So. Also insofern, um das mal, ist das schön im Blickfeld. Fällt aber ansonsten kaum auf. Man hat aber sich sofort daran gewöhnt, dass da eine Zahl auftaucht. Also im Dunkeln ist das klasse. So, dass ihr hier seht, also ich sag mal so, es ist für das Geld, ist es auf jeden Fall eine interessante und einfache zusätzliche Information, die nicht auffällt. Es wird nicht so viel von der Lüftung beeinträchtigt, als wenn man jetzt hier ein großes Display hätte. Das ist mir so ein bisschen auf den Keks gegangen, ehrlich gesagt. Man kann das jetzt natürlich alles noch ein bisschen schöner machen, ein bisschen weiter reindrücken, das Kabel verstecken. Das habe ich jetzt alles noch nicht gemacht. Ja, das kann man alles ganz einfach und ruckzuck machen. Der ganze Einbau würde ich mal sagen, Viertelstunde, wenn überhaupt. Das geht also rucki zucki und ist von jedem zu machen. Ich habe dafür jetzt 70 Euro bezahlt und ich finde, die 70 Euro kann man, wenn man da etwas haben möchte, auf jeden Fall anlegen. Ich werde das jetzt erstmal, werde da ein paar Wochen mit rumfahren, werde mir das anschauen und ich finde es auf jeden Fall gut. Ich finde es wirklich gut. Das ist die Information, die die meisten eigentlich brauchen. Also keine Navigationshinweise, das wäre mir dann zu viel. Dafür braucht man ein größeres Display. Aber was man hier hat, ist die Geschwindigkeit. Und die Geschwindigkeit ist eben das, was mir manchmal aus den Augen einfach fehlt. Und ich habe es tatsächlich immer im Blick. Also das ist wirklich jetzt nur ein ganz kurzes nach unten, dieses aus dem peripheren Sichtfeld nach unten gucken, um dann die Geschwindigkeit wahrzunehmen. Und es ist bei Tageslicht schön hell und es hat auch einen Lichtsensor, sodass es sich im Dunkeln dimmt. Also von der Warte alles schick. Ja, was sagt ihr dazu? Ja, was sagt ihr dazu? Ich finde, das ist wieder so ein Zubehör. Da sagen die einen, sowas brauche ich nicht und ich brauche überhaupt gar nichts da. Die anderen sagen, oh super, genau das habe ich schon immer gesucht. Die nächsten wollen wieder alles Mögliche auf dem Display haben. Ich finde, das ist eine gute Alternative für die, die, ja, ich sag mal, ähnlich eines Head-Up-Displays ein paar wenige Informationen haben wollen. In dem Fall ist es eben die Geschwindigkeit. Die Geschwindigkeit wird hier gut angezeigt und das ist für diejenigen, die genau das haben möchten, glaube ich, eine sehr sinnvolle Alternative zu einem recht attraktiven Preis. Und man muss nicht wie früher bei dem Tacho unter dem Handschuhfach das halbe Auto auseinandernehmen und sich dabei die Arme zerkratzen, sondern hier reicht es wirklich hinten an der Informationsschnittstelle, wo ich, und das ist mein einziger Nachteil, wo ich eigentlich immer Scan My Tesla angeschlossen habe mit einem OBD2-Dongle, da greift man es ab. Das heißt, man steuert nichts ein, man kann also wenig kaputt machen, wenn man, es sei denn, man rammt das Ding irgendwie rein, dass man irgendwelche Stifte verbiegt, aber es kann nicht passieren. Es sind, wie gesagt, diese Stecker. Die Stecker passen wunderbar ineinander, lassen sich auch einfach wieder lösen. Und das kann wirklich jeder. Da bin ich mir sehr sicher. Beherzigt, dass ihr das Auto einmal ausschaltet. Also ich zeige es euch doch nochmal eben für die, die nicht wissen, wo es geht. Ihr geht hier unten aufs Auto, geht dann auf Sicherheit, scrollt dann bis unten hin und habt dann, wartet mal, dann mache ich mal eben hier, weil das Auto steht auf D. So, wenn ich jetzt auf P schalte, dann habt ihr hier den Punkt Ausschalten. Wenn ihr da drauf drückt, dann fährt das Auto runter, der Bildschirm wird sofort schwarz. Aber ich warte dann immer noch, bis es so einen Schlag gibt. Und dann ist irgendwie alles voneinander getrennt. Ich wusste auch mal, was es bedeutet, wenn das passiert. Irgendein Lastschutz, weiß ich, habe ich wieder vergessen. Dafür fehlen mir zu viele Elektronen im Kopf. Der trennt dann alles voneinander und dann kann man tatsächlich hier dran herumfuhrwerken. Ja, also sprich auch in diesen CAN-Bus, den CAN-Bus trennen. Das macht man damit. Aber wie gesagt, wenn stromfrei ist, dann sollte da nichts passieren, aber nicht dann dafür sorgen, dass wieder Strom fließt, indem man auf den Sitz drückt oder das Bremspedal tritt und solche Sachen. Deswegen, wenn der das macht, fahrt den Sitz nach vorne,
macht die Türen auf, sodass ihr jederzeit genug Platz habt, damit ihr genug Platz zum Arbeiten habt und dann kann da nichts passieren. Ja, wieder ein kurzes Video. Ich möchte im Endeffekt weiter reinkommen und die Dinge, die ich eigentlich die letzten Wochen schon vorhatte, weiterhin hier mit dem Model Y mit euch ausprobieren. Es kommt jetzt die Zeit, wir haben jetzt, was haben wir, Ende März, es kommt die Zeit, wo es wieder an Sommerreifen geht. Ich habe mir für das Model Y neue Sommerreifen bestellt. Nicht die von Tesla empfohlenen, beziehungsweise die ab Werk von Tesla montierten, sondern andere. Das kommt dann in einem anderen Video, das will ich euch einmal zeigen. Da bin ich mal gespannt, ob und was ihr dazu sagt oder ob die vielleicht auch eine Alternative für euch sind. In diesem Sinne, ja, hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst mir gerne ein Like da, lasst mir gerne ein Abo da, wenn ihr noch nicht Abonnent seid. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns hier bald wiedersehen auf meinem Kanal Generation E. Macht's gut, bis bald aus Hamburg, euer Frank. Tschüss.